So, quasi. Ja. Okay. Dann wäre das ein Kopperbahnhof. Da müsste ich jetzt, dann wäre das der Unload-Kopper. Da müsste ich jetzt unten nur noch einen Load-Kopper-Bahnhof hinbasteln. Oder wie hast du die immer genannt? Wieso Unload-Kopper ist doch hier unten schon? Nein, nein. Iron. Achso. Iron. Ja. Irone. Load Iron, ne? Iron. Also oben wäre Load und hier unten wäre dann irgendwo Unload. Mhm. Scheiße, an deinem Kreise, wie man damit Signalen arbeitet, habe ich keine Ahnung von, ne? Was willst du denn da ändern? Hat Angst. Nee, ich will anbauen. Hä, wo muss ich denn da ranbauen? Ja, das ist. Okay. Wo muss ich jetzt ranbauen? Ich weiß nicht, hier oder? Du musst dir so vorstellen, du hast. Achso, ja, ich habe den Kreise ein bisschen blöd gebaut. Einfach so oben wie oben spiegeln. Ja, das will ich ja. Ich habe gerade mal geguckt. Du musst einen weiter. Also du musst dir vorstellen, zwischen diesen zwei Kurvenstückchen ist immer eine gerade. Ah, okay. Also so. Das sieht gut aus. Und dann musst du da noch eine gerade dran setzen, damit die verbunden sind. Habe ich. Ja. Genau. Und den anderen, ja, ich habe diesen Kreis habe ich ein bisschen blöd gebaut. Ja, ob es alles funktioniert. Wo müssen hier jetzt Signale dann hin? So wie bei dem anderen hier auch. Ja, okay, das nur kann ich angucken. Ich muss ja einfach nur beim Einfahren und Ausfahren des Kreises. Hm. Also es kann halt immer nur ein Zug im Kreise sein. Also man könnte es auch anders bauen, aber ist glaube ich gar nicht nötig. Aber wir haben doch schon diese Umspannwerke. War das jetzt richtig? So müsste das doch richtig sein. Hey, der Ölzug ist so schnell, ne? Das ist so fies. Ja, ich weiß. Okay, wo will ich denn den Eisenbahnhof will ich hier irgendwo hin basteln? Okay. Deludet. Nicht genug Komponenten. Ist das jetzt genauso breit? Wie bei dem da oben? Nee, guck mal, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ja, du hast es drei breit gemacht. Ich habe den Kreisel falsch gebaut gehabt. Ach so. Deswegen, da musst du einmal so ein bisschen. Du musst die Kurve ein Stück nach hinten und einen nach rechts. Also ein Stück nach unten und einen nach rechts. Aber wie was? Wie was? Mach du also das, pass mal um. Da ist aber das Schließband im Weg. Oh.
kannst es theoretisch auch so lassen. Also, es ist dann halt nur, dass das Ganze hier drei breit ist. Oder du gehst halt einfach hier an dieser Stelle einfach einen weiter nach innen. Sieht zwar dann nicht perfekt aus, aber... Bastel mal um die Kurve, oder? Na, ich kann es ja auch versuchen jetzt. Die Züge nehmen keine Rücksicht auf mich, ne? So. Dankeschön. Okay, 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 okay. Dann muss ich mir gleich mal überlegen, was ich hier für einen Bahnhof bastel. Ich glaube, den will ich da unten hin basteln. Ich brauche noch mehr davon. Ich brauche noch mehr Stahl. Alter, deine Roboter, was machen die denn da? Hammer hart, ne? Oh, guck mal, ein neues Gebäude. Ach ne, die Modulstation, die hatten vorher schon. Ein neues Gebäude. Ne, schon gut, hab ich nur verguckt. Der Ölzug macht mich wahnsinnig, ey. Dauert alles ganz schön lange, ne? Ja, die Bahnhöfe bauen und sowas ist ganz schön fisselig. Nachtsichtgerät wäre toll. Oh, habe ich. Auch über? Nee. Haben wir noch irgendwas in der Schrottkiste liegen? So alte Anzüge und sowas? Bestimmt, ne? Möglich. Muss ich sie noch finden? Wie komme ich denn da jetzt? Wie baut man denn einfach mal 90-Grad-Kurven? Gibt es keine 90-Grad-Kurven? Doch, ganz viele hintereinander. Was heißt ganz viele? Also du musst, ja, du musst dann immer so ein gerades Stück noch dazwischen setzen. Ah, okay, ja. Was ist ein besser, Kampfanzug oder schwere Rüstung? Keine Ahnung. 15.000? Ah, nee, Haltbarkeit. Der Kampfanzug. So. Oh, keine Solarmodule, gar nichts. Jetzt hier nur noch einer zwischen, das ist ja scheiße. Das muss hier rauskommen, oder? Ja.
So. Sieht witzig aus. Mir egal. So, dann kann es hier auch in den Bahnhof eigentlich schon reingehen. Ja, das Problem ist gerade, die Produktion, die ich da aufgebaut habe, nicht leistungsfähig genug ist, weil zu wenig Roboter da sind. Okay. Und die Produktion ist so gesehen auch für den Bau der ba Roboter verantwortlich, deswegen ist das ein echter Teufelskreis. Okay. Oh Gott, jetzt muss ich wieder so weit zurückrennen. Diese Roboter, ey. Ich finde es ganz witzig. Witzig ist auf jeden Fall, ja. Diesem Pömer jetzt sage, Load Iron. Jetzt fährt er immer hin und her, ne? Zwischen Load Iron und Unload Iron. Ja, außer du hast einen Fehler eingebaut. Ja, noch kann er da nicht hinfahren, weil er hat noch keine Möglichkeit, wieder dazu hinzukommen, beziehungsweise das zu erreichen. Die und die Dampfmaschinen auch? Ach nee. Aber ich will das halt, wenn ich es fertig gebaut habe, wissen, ob es dann passt. Was hast du da oben für einen Kreis gebaut, an dem die drehen können? Also, nur zur Info, wenn du einem Zug vorne und hinten eine Lok dran baust, dann ist dem Zug egal, ob er wenden kann oder nicht, der fährt dann einfach hin. Der fährt. Also der fährt dann. Ja? Der fährt dahin. Ist ja gut. Aber wenn du vorne und hinten eine Lok dran baust, dann braucht man eigentlich keinen Wendekreis. Dann fährt er einfach rückwärts. Das macht er automatisch. Cool, und dann steht er da tatsächlich. Aber jetzt dürfte er eigentlich keine Möglichkeit haben, da reinzukommen. Ziel nicht erreichbar. Jetzt sagt er es auch. Vielen Dank.